Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Diablo 4. Ich bedanke mich fürs Einschalten, wünsche dir super viel Spaß mit der Folge. Bevor wir jetzt aber in dem Dungeon weitermachen, erstmal Obolus einlösen und gucken, was wir rausholen können. Let's go. So, der Plan war ja eigentlich für den Bärenclan da die Dungeons und die Nebenquests zu machen, aber da lagen auf einmal Obolus auf dem Boden. Und mir wurde einfach vom Spiel gesagt, ey yo, Wippmann, du trägst das Maximale an Obolussen, was man haben kann, 500 nämlich. Das heißt, wir werden jetzt einfach uns mal ein paar Sachen gönnen und einfach von allem etwas rausholen und hoffen einfach mal, dass jetzt ein paar Legendaries kommen, genauso wie flüsternde Schlüssel. Komm, habe ich mir jetzt erstmal 8 gegönnt. Falls wir nochmal eine Kiste finden, haben wir wenigstens einen am Start. So, wir fangen an mit dem Bogen. Okay, Armbrust. Darin steckt nicht mit Sockeln, Magie. Sehr gut. Pech gehabt. Wollt ihr es nochmal versuchen? Okay. Ich bin knapp bei Kasse. Ja, knapp bei Kasse. Jetzt bin ich auf einmal knapp bei Kasse, nur Scheiße bekommen. Absolut fantastisch. Absolut fantastisch, Kappa. So, der Bogen ist deutlich besser, Schummer. Der Bogen ist deutlich besser. Hat natürlich keine Sockel, das heißt, ich habe hier ein paar Dinger nicht am Start, ja. Aber schadenstechnisch, Schaden gegen verwundbare Ziele 13 ist echt gut. Alle Werte plus 16. Und Chance von 6% Verletzte Nicht-Elite-Gegner hinzurichten. Ey, ist eigentlich schon ziemlich nice. Aber was macht die Armbrust hier? Die ist sogar noch krasser. 412 zu dem. Und hat sogar 2 Sockel. Schaden gegen entfernte Gegner. Schaden gegen Gegner in der Nähe. Und 16 alle Werte. Zack, Armbrust rein. Armbrust rein. Kritischer gegen verwundbare Gegner. Das sockeln wir sofort mal da rein. Diamant, Schaden, ultimative Fähigkeiten. 3% Barrierezeugung. Widerstand gegen alle Schadensarten. Ja, das rüsten wir jetzt auch mal hier aus bei dem Diamantenschleifer. Und das packen wir dann auch noch da rein, oder? Wollen wir mal schauen gerade. Wenn ihr die Zutaten habt, braue ich euch was. Okay, das wäre erst auf Stufe 30, ja. Okay. Gut, 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 gut. Ey, legendäre Items ist echt sehr, sehr selten. An alle Leute, die das hinterhergeworfen kriegen. Echt, ich freue mich für euch. Würde mich aber auch freuen, wenn das bei mir auch mal der Fall wäre. Ich habe bis jetzt nur 2 bekommen durch so eine dämliche Hauptstory. So, was war das denn jetzt nochmal, was ich haben wollte? Das war der Diamant, ne? Rohrdiamant. Ich brauche 3. Ach, ärgerlich. Okay. Alles klar. Dann gehen wir erstmal in den Dungeon. Das kann ich hier nicht tun. Dann gehen wir erstmal in den Dungeon rein. So. Jetzt kann ich die Obolus auch wieder aufsammeln, die da lagen. Und dann habe ich wieder ein paar. Aber nice. Okay. 500 Stück ist also das Maximum. Also kann man die quasi nicht ohne Ende farmen. Beziehungsweise sammeln und dann sagen, okay, auf Stufe 60. Ich gehe jetzt dahin. Bam. Und baller alle da rein. Und gucken mal, was da Geiles rauskommt. Naja. Vielleicht lässt der Dungeon jetzt was Geiles für uns parat. Was Nices fallen oder so. Da. Frostiger Helm. Ich laufe erstmal hier runter, glaube ich. Okay. Und wir haben auch die 100k an Gold geknackt. Ich bin noch nicht bereit. Okay, die greifen ziemlich träge an. Die kommen fast gar nicht. So, in der Barriere, ne? Wie war das? In der Barriere bin ich immun gegen was denn? Blase entsteht, sie sind immun. Immun gegen alle Arten von Schaden oder was meinen die mit immun genau mit der Sphäre? Oder nur so immun gegen, hier war gerade noch ein roter Punkt. Immun gegen Gift, Feuer, Wasser, Blitz, irgendwie sowas. So.
Gurt. Sammelt Knochen des Eisclans. Das ist ja eigentlich die Quest, die wir verfolgen, ne, oder nicht? Dann ist das aber auch nicht hier im Dungeon drin, oder? Dann ist das aber auch nicht im Dungeon. Das ist irgendwo hier generell. Findet Kaula den Sammler. Ne, ist schon wieder eine andere Quest. Egal, komm, scheiß drauf. Wir machen den Dungeon einfach. Jetzt sind wir einmal hier drin. Jetzt sind wir einmal hier drin. Nützt ja alles nichts. Nebelwand. Okay. Guck mal hier, das sind doch. Das sind sie doch. Ja, okay. Hier sind die Knochen, perfekt. Stufe 25. Du wurdest eingeladen, irgendjemandem beizutreten. Aha. Dankeschön für die Einladung, mein Bester oder meine Beste. Ich muss aber erstmal den Dungeon jetzt hier erledigen. Soll ich machen? Ich bin noch nicht bereit. So, Stilett. Also ich muss mir jetzt bei Zeiten auch mal so ein komplett neues Loadout da unten machen. Mit den Fähigkeiten mal alles zurücksetzen und nochmal neu skillen, reskillen einmal. Hab mal geguckt, das kostet quasi 1100 Gold hat es gekostet. Dann Stufe 23. Seltener Schild. Ist nur Totenbeschwörer dann, ne? Genau. Guck mal hier. Ist wieder diese Maske. Ich finde die ziemlich nice. Die sieht echt ganz, ganz cool aus. Und die hätte sogar einen Sockelplatz. Die hätte sogar einen Sockelplatz. Und da können wir jetzt reinballern. Den Diamanten auf jeden Fall nicht. Kritischer Treffer. Kritischer Treffer gegen verwundete Gegner. Wo war das denn nochmal? Schaden über Zeit. Schadensreduktion. Erlittener Schaden über Zeit. Ich habe da nichts Geiles gerade aktuell. Schaden für Basisfähigkeiten. Und Blitzwiderstand. Hm. Maximales Leben 2%. Keine geilen Dinge aktuell. Ich hätte gerne diese Totenkopfschilder nochmal. Das spare ich mir auf. Das lasse ich auf jeden Fall. Ah, guck mal hier. Ach, ohne Kiste ist hier noch. Nice. So, 12 von 25 schon optimal. So, dann ruhig mal ein Home. Ich muss einmal da reinsausen, ey. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ist ja gut, ist ja gut. So, mittlerweile kommt auch schon echt besserer Loot tatsächlich. Oh, ich treffe den einfach gar nicht. Ich stehe direkt vor dem Treffer nicht. Aha. So, die Viereckfähigkeit wird auf jeden Fall getauscht gegen die Nahkampfattacke, dass ich Energie erzeuge oder dass meine Energieerholung sonst 4% erhöht ist, wenn ich das mache. Und es gibt ja noch jede Menge geile passive Fähigkeiten jetzt im Ultimate-Talentbaum da unten. Da will ich auch gerne viel reinleveln. Ich bin noch nicht bereit. Mein Schattenklon fällt einfach auch um dann. Aha. Nazar. Was war das denn? Eine gute Kette, aber zu viel Verlust. Da könnte man so einen Aspekt draufballern. Das kommt auf jeden Fall mal in die Kiste rein, in die Truhe. Ich sammle die ganzen Sachen jetzt einfach, pack die in die Truhe rein. Ich bin noch nicht bereit. Und schau mir die dann an, wenn die Zeit reif ist. Ja, kommst du nicht rein in die Barriere, ne?
So. Noch ein Knochen, dann haben wir die 25. Zack, Quest abgeschlossen. Kehre zu Sena zurück, aber noch nicht. Wir beenden den Dungeon natürlich hier. Wie kriege ich eigentlich so ein blaues Schild über mein Leben? So wie die Skelette. Das ist ja auf jeden Fall möglich. Ist auf jeden Fall möglich. Ich weiß nur nicht, wie ich das kriege. Das muss auch, glaube ich, irgendwie über so ein Item funktionieren oder so. Ja, war klar, dass das ein dämlicher, verfluchter Schrein ist. Komm schon, komm schon! Fernduell, Fernduell, kein Problem, gerne. Aber warum können die jetzt in meine Barriere kommen? Gerade eben die konnten nicht in meine Barriere kommen und der Unterdrücker und die Dämonen kommen trotzdem da rein. Oh, ciao Kakao, lieber Succubus. Aber wie viel wollen jetzt hier noch spawnen? Reicht langsam, oder? Ich bin noch nicht bereit. Aber die 60 Sekunden für die ultimative Fähigkeit des Schattenklos ist eigentlich ziemlich schnell. Die ist eigentlich ziemlich schnell, die 60 Sekunden. Geht immer schnell rum. Nice, was habe ich jetzt bekommen? Der Ring ist auch schlechter. Rang für Sperrfeuer. Ein Rang für Sperrfeuer. Sperrfeuer ist ja meine Fähigkeit quasi, ne? Das ist meine Fähigkeit. Damit bin ich nämlich da auf maximal. Ja, dann hätte ich einen Punkt weniger drin. Hätte ich einen Punkt weniger drin und ich hätte nur drei mehr Rüstung. Okay, das lohnt sich jetzt nicht so krass. Das hier ist schon eher Widerstand gegen Gift. Kostenreduktion für Energie 2,3%. Das ist natürlich auch ärgerlich. Aber 22 mehr Rüstung. Was müssen wir tun? Was müssen wir tun? Ja. Da führt kein Weg dran vorbei. So, jetzt können wir aber einmal gerade noch gucken. Noch 9 Punkte, dann kann ich hier unten alles reinsetzen. Meuchelfertigkeit. Verleiht 8 Sekunden lang einen Stapel von Schwung. Wenn sie. Benommen, eingefroren. Okay. Das ist natürlich genau das, was ich nicht habe. Wenn ihr einem Gegner in der Nähe mit Präzisionsfähigkeiten oder Meuchelfähigkeiten Schaden zufügt, erhaltet ihr 8 Sekunden lang 10 mehr Angriffsgeschwindigkeit. Nice. Kritische Treffer. Verwundbar. Wenn ihr einem verwundbaren Gegner direkten Schaden zufügt, besteht eine Chance von 30% eine Explosion auszulösen, die ihm und Gegner in der Nähe 23% des Ursprungs. Boah, das ist geil. Da level ich auf jeden Fall rein bestrafen, weil das ist ja das, was ich aktuell mache. Ich verwunde die, die explodieren und die Explosion geht weiter über und dann nehme ich mega krassen Schaden. Ziemlich cool. Ziemlich cool. Nach dem Wirken von Schattenklon werdet ihr 5 Sekunden lang unaufhaltsam. Aha. Euer Schattenklon verursacht zusätzlich 20% eures Schadens. Dann wären wir bei Gesamt 80. Crazy. Aber die Zeit des Schattenklons kann man anscheinend dann nicht erhöhen, ne? Nee. So. Genau, die kommt weg und dafür gönne ich mir die hier damit Energieregeneration. Das will ich auf 5 haben, das will ich auf 5 haben. Das hier müsste ich eigentlich auch mal einen Klingensturm, da hätte ich hier quasi das und das. Ja, ihr hattet Schadensreduktion im Nahkampf. Welche Passive wollte ich denn jetzt gerade noch skillen, aber 5% Schadensreduktion gegen alle Effekte, okay. Was wollte ich jetzt leveln? Wollte ich leveln. Ich glaube, hier waren die Beine. Glückstreffer. Besteht eine Chance von 10% Energie zu erhalten. In Bewegung ist eure Energieregeneration 5% erhöht. Ich bin hier eigentlich immer in Bewegung, ne?
Fertigkeiten mit Infusion erhalten um eine 3% erhöhte kritische Trefferchance. Wäre auch nicht schlecht, ne? Also wie gesagt, es gibt so viel krassen Scheiß. Ich bin gerade maximal überfordert und lost und weiß nicht, wo ich meinen einen Punkt, den ich jetzt habe, reinsetzen soll. Ich glaube, ich gehe erstmal tatsächlich auf das hier. Besteht eine Chance von 10% Energie zu erhalten oder das mit der Bewegung? Was mit der Bewegung? Was mit der Bewegung? Und jetzt ich rescale jetzt mal echt alles. Dann habe ich, glaube ich, mal 3-4 Punkte noch übrig, die ich dann besser investieren kann. So, das heißt natürlich immer versuchen, extra noch so ein bisschen in Bewegung zu bleiben. Yo, Goblin! Ja, der stand natürlich ungünstig da. Tja. Ich bin schon wieder voll kacke, Mann. Okay, dann gehen wir einmal alles verkaufen. Weil der hat es gerade nicht aufgenommen. Das heißt, ich muss ja eigentlich voll sein. Dann gehen wir alles einmal verwerten, einmal verkaufen. Und machen weiter. Das sind die besten Schreine aller Zeiten, ey. So, genau, der ganze Blauscheiß, weg damit. Weg damit. Und den seltenen auch. Weg damit. Oh, scheiß drauf. Wie gesagt, in 25 Leveln können wir darüber reden. Dann wird's interessant, Freunde. Keine Sorge. Keine Sorge. So. 68 weniger. Und kann von eurer Klasse nicht verwendet werden. Gut. Dann ist es für den Barbar. Das kommt auf jeden Fall in meine Kiste rein. Wie mein Barbar. Oh, da ist ein Diamant. Geil, 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 geil. Können wir dann herstellen. Können wir herstellen, können wir reinsockeln noch. Geil. Was haben wir denn mit dir hier? So. Jetzt kann es rein theoretisch nur da oben weitergehen, ne? Ja. Nice Stein. War das hier? Das war hier, ne? Genau, wir sind volles Leben, perfekt. Dann kann sich der Boss zeigen jetzt hier. Monstrosität der Katze. Ja, den hatten wir schon mal, oder nicht? Den hatten wir doch schon mal. Ich brauche mehr Zeit. Yo, ist schon beim zweiten? Wahnsinn. Okay, bist du mal rumlaufen. Heilen. Ah, perfekt. Da dürfte der jetzt nicht durchkommen, ne? Ja. Boah, die Barriere ist schon geil. Die Barriere ist echt schon geil. Ich bin noch nicht bereit. Komm schon, dann müssen wir jetzt eigentlich mal in 3 Sekunden hier geben. Genau. So, 9 Sekunden noch, dann ist mein Klon am Start. Und dann haben wir den Rabauken auch schon platt hier. Oh, falsche Richtung. So. Zack, Klon und den hier. Perfekto, perfekto. Und schau, Kakao, Junge, da ist er gefallen und lässt mir jetzt einen Legi fallen, oder? Nö. Nö, 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 nö. Ärgerlich. Ärgerlich. So. Dann gehen wir da die Quest ab. Einmal hinreisen. Schauen uns die seltenen Items an, die wir bekommen haben. Und dann können wir direkt die nächsten Nebenquests machen.
Maximales Leben. Ich halte mich so an diesen 27 maximalen Leben fest. Das ist so doof eigentlich. Wie 65 mehr. Wie 65 mehr. Willenskraft, Dorn geht hoch. Und Schadensreduktion. Scheiß drauf, Junge. Ich rüste es jetzt aus. Fertigkeit nicht verfügbar, was? Was stand da jetzt mit Fertigkeit nicht verfügbar? Keine Ahnung. So. Zersplittert und gebrochen, wie es sein sollte. Eine würdige Opfergabe. Und jetzt dürfen wir mit der Majestät reden, oder wie? Jetzt haben wir die Audienz. Jetzt sind wir würdig. Smeet? So. Finde Kaula den Sammler. Ich hätte direkt da oben bleiben können eigentlich. So, lass mich raten, das jetzt mitgelevelt, ne? 27, jupp. Alles klar. Das ist also die, also das. Wie nennt sich das? Stützpunkt. Die Stützpunkte sind also immer überlevelt. Also, dass die quasi krasser sind als wir. Macht natürlich irgendwie Sinn, ne? Aber ich glaube, das wird eine geile Challenge, wenn da unten drin. So, ich hoffe, wir finden den Kauler jetzt ganz schnell irgendwie hier. Guck mal, da oben blinkt direkt was. Da blinkt direkt was. Bist du's, Kauler? Oh, kritisch, Alter, was ist hier los? Was ist hier los, Junge? Boah! Alter, ja, okay, muss ich einmal kurz ganz schnell weg. Holy shit. Was ist denn mit dem los, ey? Keine Heilung mehr am Start. Hatte ich noch nie. Boah, leck mich fett, ey. Leck mich fett, was ist mit dem los, ey? Boah. Und jetzt hat er wieder Full Life. Verarsch mich doch nicht. Verarsch mich doch nicht. Verarsch mich doch nicht. Ich sag's euch, das ist, weil ich gerade meine Hose abgelegt habe mit 27 mehr Leben. Wetten? Wetten deswegen? Mann, ärgerlich, ey. Das war ein einziger Axtschwung von diesem Heini hier, was der mir abgezogen hat, ey. Crazy. Okay, ab nach da oben, ey. Das machen wir auf jeden Fall nochmal, ey. Wo ist der kleine Penner? So. Auf einmal stirbt er so schnell. Das darfst du auch wieder keinem erzählen, oder? Ich brauche mehr Zeit. Das darfst du doch auch mal wieder gar keinem erzählen, was hier gerade passiert ist. So, Kaula. Zeig dich. Also die Untoten und Dämonen können also durch meine Barrieren durchkommen. Aber dann müsste mit der Basisfähigkeit eigentlich mit zwei Schüssen müsste so ein 0815 Skelett eigentlich umfallen, oder? So. Kaula. Oh, Kaula. So, das ist noch so ein World-Event. Da will ich zum Dungeon wieder kommen. Ich bin noch nicht bereit.
Junge, 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 Junge. Da kommt man sich einfach wieder vor wie Stufe 1 gerade. Wirklich, ey. Wenn hier ein paar Skelette vor dir stehen, dann kriegst du nicht platt, ey. Das nervt so. Das nervt so dermaßen. So, wo ist der Penner denn jetzt? Hier ist eine unsichtbare Wand. Ich darf da nicht rein. Okay, komm, dann gehen wir erstmal zum World Event. Was hier Phase, was hier Thema? Welle der Dunkelheit, töte alle Gegner. Ich bin noch nicht bereit. Oh, Schamane. Oh. Stehen bleiben. So, haben wir den schon mal weg? Aber mit dem Schattenknurren ist auch schon crazy. Jetzt ab. So viele Pfeile, die am Rumfliegen sind. Love it. Ich bin noch nicht bereit. Okay, die können alle hier reinlaufen, die Penner, Junge. Alter, lauf nicht weg! Nice, Level 26. Perfekt. Zack, einmal durch. So, ich reskill jetzt gleich echt einmal alles. Das ist offiziell. So, 6 Sekunden noch. Zack. Schattenklon. Let's go. Hallo? Nice, Junge. Rubin, perfekt. Muss ich immer noch den dämlichen Keiler suchen, ne? So, Leder. Habe ich auch noch keinen Sinn für gefunden, Leder zu holen. 19 mehr Rüstung. Boah, 19 ist jetzt nicht so die Welt. Rang 4 Sperrfeuer. Rang 4 Sperrfeuer muss ich auf jeden Fall drin lassen. Was ist da unten? Bist du es, Ashava? Ne, ist schon wieder dieses Legionsding, ne? Ja. Ashava habe ich hier auch noch gar nicht gesehen, tatsächlich. Irgendwie mal so eine Meldung. So, Achtung, hallo, Ashava kommt. Halt dich bereit. Ist jetzt noch gar nichts von. Ja, wo ist... Ah, ich habe ihn gefunden. Da ist er. So, du hast die Waffe, oder wie? Oh! Ich brauche mehr Zeit. Muss ihn schnell killen für die 3 Sekunden. Kopf vom Kauler, perfekt. So. Wo wollen wir hin? Wir wollen wieder da rein, ne? Ich hoffe, wir müssen nicht nochmal da hoch. So. Ich mit Geo noch. Easy peasy going. Nicht in der Stadt. Ausgezeichnet. Euch gebührt die Ehre, den Schädel aufzuhängen. Lasst Freund und Feind wissen, dass ihr die Bestie besiegt habt. Wissen eh alle schon Bescheid. So, ich häng's auf hier. Und jetzt nur den Hammer des Champions, ne? Quest abgeschlossen. Optimal. So, was haben wir hier? Die Gruppe muss Folgendes erobern. Warum denn die Gruppe überhaupt? Das ist die Höhle. Das ist auf jeden Fall der Dungeon. Okay, die Gruppe. Betretet das geheiligte Beinhaus. Das ist auch ein Dungeon, oder? Aber ich mache erstmal den hier. Ich gönne mir das jetzt. Clan. Clan beitreten. Ich habe eine Clan-Beitrittsanfrage. Ach, der Clan möchte, dass ich mit da reinkomme. Okay. Balance between light and darkness is the realm of divine and infernal extents. Okay, German-Englisch. 10 Mitglieder gegründet am 2.6.
was ist der Vorteil denn davon, wenn ich dabei trete? Oder warum mache ich nicht meinen eigenen? Warum erstelle ich nicht meinen eigenen Clan? Und ihr kommt mit rein, wenn ihr Bock habt. Schreibt mich einfach an. Schreibt mal einen Clan-Namen in die Kommentare. Falls jetzt noch einer zuschaut, wie gesagt. Gerne mal einen Clan-Namen in die Kommentare. Und wenn du Lust hast, mit reinzukommen, erstelle ich den. Dann sind wir der Clan. Dann sind wir der Clan hier. Warum nicht? Okay, dann beende ich die Folge erstmal. Ich gehe jetzt zurück in die Hauptstadt, verkaufe meinen ganzen Quatsch, beziehungsweise zerleg mir hier alles, guck mal, was ich noch craften kann an Diamanten und rescale einmal komplett meinen ganzen Talentbaum und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und erobern das hier zurück. Malung. Wenn es gefallen hat, Däumchen, kostenlos Abo, hilfst du meinen Kanal echt extrem mit weiter. Dankeschön, Dankeschön von ganzem Herzen an jeden, der es schon getan hat und natürlich Glocke nicht vergessen für mehr Diablo 4. Habt noch einen geilen Tag, wir sehen uns, bis dahin, ciao mit V.